mit unserem Badass Pilzgefährten. Was geht ab, Mann? Ja, tanzt eine Runde. Und den fast so badassigen Wyvern-Gefährten. Fast so badass. Ja, wenn er nur größer wäre. Das sagen sich viele Leute wahrscheinlich. In der Ron Rivolte. Skelette in diesem Spiel. Aha, da bist du ja endlich, getreuer Knappe. Steh nicht untätig herum. Ein Abenteuer wartet auf uns und eine Prinzessin. Ein Ritter lässt eine Prinzessin niemals warten, was? Naja, ich will sie. Für die Liebe. Und nun eile zum Versteck des Zyklopen. Und vergiss nie, die landschaftlich schöne Route zu nehmen. Das Leben ist zu kurz, Knappe. Was machst du da, Ron? Das verstehe ich nicht. Wo ist denn der Zyklop? Siehst du den Riesen mit einem Auge etwa nicht? Er ist doch direkt vor dir. Ach so, der Kerl hält das Zifferblatt auf dem Uhrturm für die Pupille eines Zyklopen? Und da spielen wir mit? Der braucht doch professionelle Hilfe. Pilzgefährte wird schon regeln. Oder Pilzgefährte. Pilzgefährte hat schon wieder einen fahren lassen. Natürlich. Das ist das Pilzgefährte lässt einen fahren Playthrough. Gute Arbeit, Pilzgefährte. Zwischendurch muss es halt raus, oder? Ich bin zu schwach. Doch horch, die Prinzessin ruft. Ich bitte dich, mach weiter. Finde die Prinzessin. Ich kenne mich mit Schreien aus und der klingt echt. Ich werde deine Prinzessin schon finden. Harten Adern pumpt. Doch ich kann nicht ruhen, solange Riesen unbesiegt und holde Jungfern in Türmen gefangen sind. Während ich hier verschnaufe. Ha! Ich habe es! Mein Goldstück mir den Atem raubt. Wenn treu sie steht an meiner Seite. Und bei mir ist, wenn niemand glaubt, dass Rettung kommt zur rechten Zeit. Perfekt! Und jetzt die nächste Strophe. Was reimt sich auf Busen? Flusen? Drusen? Nein, ich weiß. Pampelmusen. Den schreibe ich mir auf. Könnte ich doch mein Leben lang hier liegen und Gedichte schreiben. All die Jahre hielten mich die Menschen für wahnsinnig, weil ich in jedem Tag ein Abenteuer sehe. Doch ohne eine Mission durchs Leben zu gehen, sich dem Fantastischen zu verschließen und der Leidenschaft abzuschwören, das ist der wahre Wahnsinn. Gewiss wird das Abenteuer des Knappen eines Tages nur ein Teil meiner Geschichte sein, die man allerorts lesen und hören wird. Vielleicht als Ode mit dem Titel Le Chanson de Rivolte. Oder, wenn es den Federführern an kreativeren Einfällen mangelt, die Abenteuer des Ron Rivolte. Ron Rivolte. Ja, natürlich, ich bin... Die Nebengeschichte. Für dich. Für dich spiele ich die Nebengeschichte. Groß, schlank, blond. Du musst die Prinzessin sein. Knappe! Ah, da wir wieder vereint sind, naht das Ende unserer Mission. Doch, was ist das? Der Zyklop scheint erwacht zu sein und ist nicht gut auf uns zu sprechen. Er ruft seine gärtnerischen Gesellen. Komm, Knappe, zu den Waffen! Büze, verdammt! Du doch was, Pilzgefährte! Ah, geliebte Prinz! Kein Staub legt sich auf meinen Flur, kein Krümel in mein Haus. Schau ich auf meine Liebe nur, die wischt sie sanft hinaus. Verstehst du? Die Liebe wischt den Staub hinfort, wie ein Staubwedel oder etwas anderes. Besen. Besen! Eine Metapher. Hält der Typ auch mal die Klappe? Ich hab sowas schon mal gesehen. Er befindet sich in einer Liebestrance. Wir müssen ihn mit Körpereinsatz da rausholen. Oh nein, Liebe, ist keine Chance. Ich erzähle nur bis zum 5. Date. Danach seid ihr auf euch gestellt. Nein, ich meine, dass wir ihn schlagen sollen. Woran du gleich immer... Moment, was bedeutet 5. Date? Oh, Baby!
Beim fünften Date gibt es Tee und Gebäck, aber ohne Anstandsdame. Allein die Erwähnung ist skandalös. Warte, ich dachte, beim fünften Date tauscht man Dateiverzeichnisse mit verlustfreier Kompression. Wie kommt ihr nur auf all diese Dates? Nicht wirklich. Verstehe ich auch nicht. Doch scheint mir, sag meine Holde, bist du noch schöner geworden, seit du zuletzt in meinen Armen lagst? Hast du etwas machen lassen? Neuer Lack? Nein. Du hast dir die Borsten schneiden lassen. Habe ich recht? Was es auch ist, ich finde es reizend. Wenn ich dich nun ansehe, fesselt mich dein verzückter Blick. Ah, lass uns im Ozean der Stille einer gemeinsamen Liebe verweilen. Denn welch banale Poesie vermag es, das leise Schlagen zweier Herzen im Einklang auszudrücken? Schweig still, meine Liebe. Möge dieser Moment ewig andauern. Steh nicht untätig herum. Ein Abenteuer wartet auf uns und eine Prinzessin. Ein Ritter lässt eine Prinzessin niemals warten, was? Weiter rum. Mit dem Besen voraus. Zerlege die Gegner. Der hat eine gute Lauffigur. Wenn ich ein Sprinter wäre, hätte ich Angst vor ihm. Oh, diese Körperhaltung. Jeder Sportlehrer würde sich zu Tode weinen. Knappe, vor Freude. Deine Mission ist abgeschlossen. Und doch gestehe ich, dass unsere gerade erst beginnt. Wir müssen dich jetzt verlassen. Das Abenteuer mit Namen Liebe ruft. Merke dir, was ich dich lehrte. Und du wirst es weit bringen. Die Welt steckt voller Abenteuer. Man muss nur seine Augen und sein Herz öffnen, um ihre Wunder zu entdecken. Nun, lass uns Abschied nehmen, Knappe. Denn ich muss fort. Schließlich lässt ein Ritter eine Prinzessin niemals warten. Na, dann geh. Ich wünsche euch beiden einen Haufen Glück. Tschüss, Ronny. Abenteuer! Das hatte ich nicht erwartet. Ich wollte auch Abenteuer. Oh. Oh, dann halt nicht. Dieses Mal glaubst du an dich selbst. Ja, sowas gibt's nicht. Meine Damen und Herren, ich habe Ron Rivolte gefunden. Er hat die Landung nicht so gut überlebt wie ich. Alles klar. Ah, ein Dollar. Ein Dollar haben wir bekommen. Naja. Dann halt tschüss. Bis dann.